So, an dieser Stelle geht es weiter mit dem allerersten Lightning Talk. Und ich freue mich sehr, auf die Bühne begrüßen zu dürfen, Katja Laut, Medienpädagogin und politische Bildnerin im Projekt Jugend hackt, mediale Pfade. Katja Laut wird sprechen über Projektlernen im Fokus, Making als Wegbereiter in der Erwachsenenbildung. Und sicherlich werden Sie auch noch ein, zwei Worte sagen zu dem Thema Jugend hackt. Ich freue mich herzlich, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit nochmal an dieser Stelle bündeln könnte für diesen ersten Lightning Talk von Frau Laut. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, ich komme aus der Jugendbildung, deshalb bin ich es gewohnt, wenn eine höhere Geräuschkulisse ist. Das ist in Ordnung. Ja, ich bin Katja Laut. Ich arbeite wie meine Vorrednerin auch bei Mediale Pfade im Projekt Jugend hackt. Das ist ein Projekt für Jugendliche im Bereich Coding und Making. Und deswegen bin ich regelmäßig in zwei Makespaces oder auch Makerspaces genannt, in Berlin unterwegs und wechseln meine Folien. Ich werde heute sprechen über Makespaces, über die Making-Pädagogik und die Potenziale für die Erwachsenenbildung. Wer von Ihnen war denn schon mal in einem Makespace? Okay, also für die, die noch nie in einem Makespace waren, das sind offene Räume zum Lernen und Ausprobieren von und mit Technik und das Ganze ganz spielerisch. Meistens sind das selbstorganisierte Räume, an denen Menschen zusammenkommen und Hard- und Software geteilt wird. Und dabei entstehen ganz unterschiedliche Produkte, also selbst angefertigte Objekte. Denn es geht um den kreativen Prozess und um das Schaffen. Und der stellt eine Verbindung her zwischen der digitalen und der analogen Welt. Es gibt eine gewisse Ausstattung in Makespaces an technischen Geräten. Das kann ganz unterschiedlich sein. Meistens sind das 3D-Drucker, Schneideplotter, Lötkolben oder auch CNC-Fräsen. Wer es nicht kennt, das sind Geräte, mit denen man sehr präzise Materialien wie Holz oder Kunststoff oder Metall bearbeiten kann. Genauso kann es auch Social Media Studios geben zur Produktion von Audio- und Videoaufnahmen. Und es gibt immer ein Raumkonzept und dieses Raumkonzept sollte sich an den Bedürfnissen der NutzerInnen orientieren. Das heißt, hier sieht man vom X-Hain die Ordnungsstruktur. Es gibt wechselnde Arbeitsplätze und Flächen, wie gesagt, je nach den Bedürfnissen und Anleitungen für technische Geräte. So, was uns jetzt aber besonders interessiert, ist, wie Menschen in Makespaces lernen. Denn Makespaces sind nicht einfach nur Orte, sondern dahinter steckt eine ganz andere Lernweise. Es geht bei Makespaces darum, dass man diese Lernpraxis in den Vordergrund stellt, die Lernpraxis, das Selbermachen, das gemeinsam vor Ort machen und das lösungsorientierte Arbeiten an lebensweltlichen Fragestellungen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns immer danach richten, was gerade die Bedürfnisse der Person sind. Wenn zum Beispiel jemand seinen Staubsaugerroboter reparieren möchte, braucht ein Ersatzteil oder möchte ihn vielleicht sogar umprogrammieren oder jemand möchte sein eigenes selbstgesteuertes Auto entwerfen und bauen. Deswegen sprechen wir hier auch vom Projektlernen, weil es immer um selbstgewählte Aufgaben und Probleme gibt, die dann auch selbstständig bearbeitet werden. Die Making-Pädagogik ist stark handlungsorientiert und geht davon aus, dass Menschen besser lernen. Augenblick. So, ich hoffe, jetzt ist es besser. Genau, die Making-Pädagogik geht davon aus, dass Menschen besser lernen, wenn sie es mit praktischen Erfahrungen verbinden.
Und es gibt auch keine LehrerInnen in der Making-Pädagogik, sondern es gibt nur Menschen, die zusammen neugierig sind. Menschen, die unterschiedliche Wissensstände haben und die sich gegenseitig helfen. Und wenn Menschen mehr Wissen in einem bestimmten Bereich haben, dann treten sie eben eher als Lernbegleitung auf. Außerdem ist es wichtig, dass die Menschen in Makespaces nicht einfach nur Fakten lernen, wie man es sonst von anderen Bildungsorten kennt, sondern es geht darum, dass sie selbst Wissen schaffen, dass sie ihr Wissen teilen und es eben anderen zur Verfügung stellen. Die Making-Pädagogik fördert eine offene Lernumgebung, in der Fehler machen als Teil des Lernprozesses verstanden wird. Das heißt, Nutzerinnen entwickeln ein Produkt und sie werden währenddessen auch immer wieder scheitern, das aber auch anerkennen, das reflektieren und sich neue Wege überlegen. Dadurch entfalten sie eben nicht nur ihre kreativen Potenziale, sondern können sich auch andere zentrale Kompetenzen aneignen, wie zum Beispiel kritisches Denken, Zusammenarbeit, Durchhaltevermögen, Resilienzfähigkeit, um nur einige zu nennen. Und diese Kompetenzen sind eben stark notwendig, um in einer sich schnell verändernden, unsicheren und komplexen Welt zu bestehen. Das Konzept des Critical Makings geht hier noch einen Schritt weiter, denn da geht es nicht einfach nur darum, Dinge zu produzieren, sondern wirklich Dinge herzustellen, die einen Sinn ergeben, die eine Bedeutung haben für die Gesellschaft. Das ist die Schnittstelle aus Making und kritischem Denken, also Making, das Schaffen, der kreative Prozess und dem kritischen Bewusstsein oder dem kritischen Denken. Außerdem geht es darum, auch über die Auswirkungen nachzudenken, die die Produktion gerade auch im Making hat auf die Gesellschaft, auf die Welt. Hier habe ich verschiedene Anknüpfungspunkte des Critical Makings aufgeführt, die auch alle das Ziel haben, etwas Bedeutsames zur Gesellschaft beizutragen. Obwohl das Critical Making und die Makespaces aus einer Graswurzelbewegung entstanden sind, die eigentlich alles andere als Profitmaximierung im Sinn hatten, ist es trotzdem heute so, dass viele Unternehmen auch Makespaces nutzen, um Prototypen herzustellen und bevor die eben in die Massenproduktion gehen. Nichtsdestotrotz ist es für die Making-Community immer noch total wichtig, soziale Ziele zu verfolgen. Und hier ist ein ganz schönes Beispiel, sind Rollstuhl-Add-ons, die entwickelt wurden vom Fab Lab Berlin und dem Kreativkollektiv Be Able. Das, links sehen Sie die Open Lights und rechts den Open Trailer. Und dazu gibt es offene Bauanleitungen, die RollstuhlfahrerInnen sich die nutzen können und dann mit der üblichen Maker-Technologie in Makespaces selbst herstellen können. Genau, hier ist noch ein Bild, dass man so sieht, was das ungefähr ist, was man dafür braucht. Und der Kostenpunkt bei den Open Lights sind unter 20 Euro und bei dem Open Trailer unter 100. In Makespaces kommen ganz unterschiedliche Expertisen zusammen. Und hier wieder zwei Beispiele. Links sehen Sie, wie ein Mensch gerade ein sogenanntes Wearable anfertigt. Das sind so kleine Computersysteme, die man am Körper trägt. Kennen Sie vielleicht als Fitness-Tracker, aber das ist eben nur eins von vielen Beispielen. Und rechts ist eine Version, eine 3D-Version der Mona Lisa. Das ist aus dem Museum del Prado in Madrid. Da haben die verschiedene Kunstwerke genommen und eben in 3D-Versionen angefertigt, um Menschen mit Sehbehinderungen auch diese Kunst zugänglich zu machen. Und ja, diese Beispiele zeigen eben, dass es ganz unterschiedliche Expertisen gibt, die in Makespaces zusammenkommen und die eben auch notwendig sind. Also hier beispielsweise Expertise aus Mode, aus Kunst, aus kultureller Bildung. Ich würde auch ein Handmikro nehmen. So, jetzt muss ich das nur irgendwie hier hantieren mit meinen Karten, aber das kriege ich hin. Nachhaltigkeit, auch ein großes Thema heute hier. Ich vermute, Ihnen allen sind Repair-Cafés bekannt. Das sind
auch selbstorganisierte Räume, an denen Menschen mit unterschiedlichen Wissensständen zusammenkommen, um zusammen zu tüfteln und um Dinge zu reparieren. Genau das ist auch das Motto von Repair Cafés, nämlich reparieren statt wegwerfen. Das sind zwei Bilder vom Café Kaputt in Leipzig. Teilhabe und Community. Das Teilen dieser industriellen Produktionsmittel, also dieser technischen Geräte, die ich davor genannt habe, wie hier der 3D-Drucker, ermöglicht jetzt einen ganz anderen Zugang für Menschen zu Technik, aber eben auch zu Wissen. Und nicht zu unterschätzen ist dabei auch die Rolle der Community, denn Makespaces sind Orte, an denen alle willkommen sind, egal welchen Wissensstand sie haben, und an denen Menschen gleichberechtigt über diese Makespaces mitbestimmen können. Eng damit verknüpft ist die Entwicklung und die Verbreitung von frei zugänglichem Wissen, also Open Knowledge. Denn in Makespaces wird eben nicht nur Hard- und Software geteilt, sondern auch immer das entstandene Wissen. Das ist ein Bild aus dem X-Hain, das ist einer der Makespaces, in denen ich unterwegs bin, in Friedrichshain. Und da gibt es jetzt, also wie Sie hier sehen, ja, das ist ein Wiki, was öffentlich zugänglich ist, das heißt, ich muss hier auch nicht registriert sein. Und wenn ich jetzt im X-Hain bin und ich möchte etwas nutzen, sagen wir mal, ich möchte in den Maschinenraum gehen und möchte dort den Lasercutter benutzen, dann finde ich alle Informationen, die ich brauche, also wo ich ihn finde, welche Materialien ich dafür benutze, wie ich ihn bitte hinterlassen soll und wie bitte nicht, welche Materialien ich benutzen kann, wo ich den Feuerlöscher finde und eben alle Informationen, die notwendig sind, um dieses Gerät zu benutzen. Unten drunter sehen Sie die OERs aus dem Projekt, wo ich arbeite, Jugend Hackt. Das sind frei zugängliche Workshop-Konzepte im Bereich Coding und Making. Uns interessiert jetzt hier vor allen Dingen das Making. Und das können eben alle Menschen nutzen. OER habe ich, glaube ich, nicht erklärt. Open Educational Resources. Genau, wenn ich jetzt beispielsweise einen Workshop zu 3D-Druck machen kann, dann finde ich hier alle Informationen, die ich brauche. Zum Beispiel, für welches Alter das ist, wie lange das ist, der Schwierigkeitsgrad. Und hier finde ich alle Workshop-Materialien, inklusive Lernzielen, Ablaufplan und so weiter. So, hier links noch ein weiteres Beispiel, das ist das Free Universal Construction Kit. Das wurde von dem FatLab und dem SciLab vor ein paar Jahren veröffentlicht. Und ich hoffe, Sie können das erkennen. Das ermöglicht die Kompatibilität bekannter Spielemarken. Also wenn ich zum Beispiel ein Duplo-Teil mit einem Lego-Teil verbinden möchte oder ein Tinkertoy-Teil mit einem Lego-Teil, dann finde ich die 3D-Formate überall, kann einen 3D-Drucker nutzen und damit ganz neue Spiele ermöglichen. Und dadurch werden auch immer wieder wirtschaftliche Kaufzwänge durchbrochen. Ich bin der Ansicht, dass all diese Punkte und Beispiele zeigen, dass Makespaces und die Making-Pädagogik auch große Potenziale für die Erwachsenenbildung bereithält. Denn momentan findet die Making-Pädagogik vor allen Dingen Anwendung in der Kinder- und Jugendbildung. Und ich glaube, es geht auch so gar nicht unbedingt darum, technische Geräte nur zu verwenden, sondern wirklich dieses Lernsetting in die Erwachsenenbildung zu übertragen, was auch schon meine Vorrednerin gesagt hat. Es geht ja, wie gesagt, immer ums Projektlernen. Und hier möchte ich nochmal hervorheben, dass es erstens ein Gewinn sein kann für die Lehrenden, also für Sie auch, wenn Sie nicht mehr als ExpertInnen auftreten, sondern eben eher als Lernbegleitung, als Menschen, die unterschiedliche Wissensstände haben, aber trotzdem zusammen lernen. Und zweitens ist es meines Erachtens immer so, dass Menschen nachhaltiger lernen, also sich Dinge auch besser merken können, wenn sie das eben mit praktischen Erfahrungen teilen und nicht im Frontalunterricht lernen. Ja, ich habe mich gefragt, warum kommen Menschen zu VHS-Kursen? Wahrscheinlich auch, um zu lernen, aber bestimmt auch, um andere Menschen zu treffen, um sich auszutauschen, sich zu vernetzen und eben nicht in der Großstadt unterzugehen.
Und ich glaube, Makespaces bieten dafür einfach das perfekte Setting, um zusammenzukommen und ja, sich zu vernetzen und sich auszutauschen. Außerdem will ich hier nochmal das Open Knowledge stark machen, weil das eben total notwendig ist, auch in der Erwachsenenbildung, dass wir unsere Bildungsmaterialien und unser Wissen teilen, um tatsächlich auch allen Menschen einen Zugang zu Wissen und Technik zu ermöglichen. Und nicht zuletzt bin ich der Ansicht oder sehe das größte Potenzial in der Erfahrung von Selbstwirksamkeit, also der inneren Überzeugung, dass ich eine schwierige oder herausfordernde Situation meistern kann. Ja, ich glaube, wir sind es alle nicht gewohnt zu scheitern. Und ich glaube, das ist aber genau das, was wir tatsächlich lernen müssen, dass wir immer wieder scheitern, dass wir Fehler machen, dass wir neue Wege finden, dass wir das auch mal anerkennen, gescheitert zu sein, das reflektieren und genau, so eine gute, irgendwie zu einem guten Ergebnis zu kommen, auch wenn wir scheitern. Dankeschön. Sie finden uns in unserer Werkstatt.